In Salzlager in Hall lud KUFGEM zum Kundentreffen Tirol 2021. Fachvorträge gaben Impulse für modernes Arbeiten im kommunalen Bereich. In Gesprächen mit den KUFGEM-Expertinnen und Experten konnte man sich Tipps und Anregungen für digitales Arbeiten holen. Apropos, wie digital sind die Tiroler Gemeinden denn schon? Wir haben das K5 DMS im Einsatz, in den ein oder anderen Fällen nicht zu 100%, aber wir schauen darauf, dass wir das immer besser integrieren. Wir haben das K5 Finanz im Einsatz, wir haben den Rechnungseingang schon vollständig digitalisiert, wir haben die duale Zustellung. Also wir haben Scam to go, wir haben das DMS, die Session sind wir dabei. Die digitale Landkarte sind wir auch dabei. Die soziale Landkarte. Wir haben es ja relativ weit schon. Wir sind jetzt auch in der Umsetzung nachher vom ganzen ELAG in der weiteren Stufe. Wir haben das Bauamt umgestellt da. Session und diese Sachen haben wir relativ schon lange im Einsatz, gerade im Bürgerservice-Bereich. Alles, was mit Game2Go zu tun haben, haben wir eigentlich auch im Einsatz, angefangen vom Kiosk über die Webseiten, über das App und sind halt relativ zufrieden. Haben wir in der ganzen Corona-Zeit relativ viel Information da an die Bürger rausgebracht, wenn man relativ sehen, dass das mittlerweile sehr, sehr gut angenommen wird bei uns. Immer mehr Bereiche sind digitalisiert, speziell was jetzt über die Gemeindeanwendung 3.0 kommt. Also schauen wir, dass immer mehr Sachen wirklich auf digitalen Wege dann zur Verfügung gestellt werden. Und dass halt gewisse Sachen, wo Unterlagen in Papierform dargestellt werden müssen und vorgelegt werden müssen, dass das halt im Laufe der nächsten Zeit halt wirklich auch digital abgewickelt wird und auch die gesetzliche Basis dafür geschaffen wird. Welche Rolle spielt KUFGEM in den Digitalisierungsprozessen? Wir haben gemerkt, man kann es eben noch besser nutzen, das vorhandene Produkt, wenn man es mit einem weiteren oder einem dritten Produkt verknüpft nutzt. Und da glaube ich schon, dass uns der Digitalisierungsexperte da noch einen Schritt weiterhelfen kann. Die Unterstützung passt gut. Wir haben die Software fast komplett von der KUFGEM. Ich finde, das ist generell ein guter Service, was man hat, weil wenn man da Fragen hat, dann wird man da gleich weiterkaufen. Das Ticketsystem ist super. Ja. Und ihr seid echt alle immer sehr, sehr freundlich. Ja, genau. Und wie geht es weiter in Sachen Digitalisierung? Wir sind jetzt einmal beim Schauen, ob wir dann nicht nur auf die Game2Go-Website und auf die App umstellen und den Rest schauen wir dann, wie es sich ergibt. Was wir jetzt an dem Ausbauen dann sein, ist dann der digitale Akt in weiterer Stufe. Wir werden jetzt ja den Test machen, wo wir stehen, was wir haben, was wir noch nicht haben und dann werden wir schauen, was rauskommt, was wir vielleicht noch brauchen, was sinnvoll ist für uns, genau. Wie es bei dem ersten Vortrag geheißen hat, gibt es natürlich viele Teilbereiche, wo wir gar nicht wissen, dass es Software gibt, die uns vielleicht das ein oder andere noch einmal digitaler, noch einmal besser aufbereiten lässt, verwenden lässt. Das müssen wir uns erst anschauen. Also die Produkte, um die es jetzt gegangen ist, sind eigentlich alle vorhanden. Die haben wir eigentlich alle am Laufen. Was uns fehlt, ist diese ganze Verknüpfung der einzelnen Produkte. Da gibt es sicher noch ein Verbesserungspotenzial. Mhm. Es gibt also noch einiges zu tun auf dem Gebiet der Digitalisierung. Eine anspruchsvolle, aber auch spannende Aufgabe. Vor allem mit den richtigen Partnerinnen und Partnern an der Seite.